Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es ist sehr früh am Morgen. Mutter und Tochter schlafen. Das ist die Zeit, dass Papa mal zocken kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ein Angezockt-Video Teil 2 nenne oder vielleicht doch noch mehrere Videos von Wolzen rausbringe. Ich mache einfach erstmal. Das Geile ist, ich starte das Spiel und das Erste, was ich bekomme, ist ein Fehler. Cloud Server down. Schön. Online-Modus. Ich verbinde mal. Ja, geht immer noch nicht. Gut, dann spielen wir weiter im Offline-Modus. Ich muss mal nachher checken, ob wir bei Steam ein Update bekommen haben. Und was mal noch cool wäre, die Spieleinstellung haben wir letztes Mal auf sehr hoch gemacht. Genau, aber wir haben sie nicht, nicht gespielt. Mal gucken, ob das jetzt ein Highlight ist, wenn wir alles auf hochgestellt haben. Vielleicht kackt auch gleich der Spieler, wer weiß. Lass uns da mal überraschen. Ah, erstmal einen Kaffee hier. Wie gesagt, diese Schulterpanzer, ne? Ich komme nicht drüber weg. Damit kann ich noch leben. Sieht so ein bisschen aus wie von Korn. Oder mit so Dingen da hinten dran. Das ist alles gut. Schilde gefallen mir auch. Die haben auch einen schönen Schildwall gemacht. Letztes Mal in der Sequenz. Ich liebe ja Schildwälle. Wenn er gut gemacht ist. Ja. Bisher macht es eigentlich, also mir hat es bisher Spaß gemacht. Ja, Bock auf mehr. Ja, wenn es ein bisschen länger lädt. Weil mein Rechner ist so ein bisschen der CPU schwach, das Arschloch. Aber wenn man eine CPU erneuern will, dann kann man ja auch schon gleich das Board erneuern. Und dann kannst du ja auch schon gleich Gedanken machen wegen komplett neuen Rechner. Ich weiß nicht, ob ich das 2020 schaffe, mal gucken. Aber spätestens 2021 muss einer da sein. Hui. Oh, es wird noch nachgeladen. Okay. Dass diese Leuchtesachen dran sind. Ich glaube, entweder ist mir das nicht aufgefallen oder es ist mir nicht aufgefallen. Oder sehen die Stadtwachen anders aus als die Wachen draußen? Der trägt eine Brille. Cool finde ich immer noch, dass man bei mir das Auge sieht, das Weiße. Das Magierauge. Das sehende Auge. Kommen wir nochmal raus? Ich will mal gucken, ob wir... Ich will mir die anderen Wachen nochmal angucken. Ich glaube, mir ist es einfach nicht aufgefallen, dass die sowas leuchtend Grünes haben. Es ist noch früh. Bitte um Entschuldigung. Vielleicht ist es bei euch spät, wenn ihr zuguckt. Ich weiß es nicht. So. Was soll man machen? Finde den Eingang zum unaussprechlichen Höhlennetzwerk. Machen wir, bevor wir loslaufen, Inventar immer checken. Nee, ich brauche Kraftschild. Kann man den Rest nicht irgendwie vertickern? Wir brauchen ja immer Platz für was Neues. Das ist das Portal, da gehen wir jetzt nicht drauf. Beauty has a function unto itself. Juwelier. Die Juwelierin kann jeden Edelstein, der in deinen Gegenstand gesockelt wurde, entfernen. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Hope to see you again. Ich brauche einen Müllsammler. War das Mojave? Mojave. I'll be here, nein, when you doch mal need stehen. Friend. Ist das meine Truhe? Persönliche Truhe. Okay. Kann ich nichts verkaufen? Hä? Die verarschen? Ah doch. The quality on this one is unmatched. Brauche ich weg. Tode brauchen wir nicht. Mit dem Quatsch. Das muss ich mir mal durchlesen. Das ist der Hyperwürfel. Und Wut lassen wir auch nochmal. Hyper, Hyper.
Oh, ich glaube, die Wut brauchen wir nicht. Den packen wir einfach mal hier rein. Oh, wir haben gleich 5 Plätze. Das, ach nee, doch nicht. Und Gold freischalten. Ist aber okay. Geradezu geht es wahrscheinlich wieder raus. Oder auch mit den Tüchern. Mich stören zwar diese Magierwaffen, aber ich kann auch damit leben. Was ein Ausguck. Wo war die Welle gerade hoch? Hm. Preposterous. Why would the Republic organize this? You have no proof whatsoever. Oh, that's the beauty of it. Once on our knees, it das ist ein riesiges Sägekraftwerk, was hier unter ist. Mit den riesigen Baumstämmen. Achso, er lässt mich nicht durch. Ey, lass mich doch durch, Mann. Achso, wir warten. Ich glaube, wir müssen zurück zum Ackerland. Da waren wir nicht letztes Mal stehen geblieben. Ich bitte um Entschuldigung. Okay, da lassen sie mich auch nicht durch. Das heißt, wir müssen hier nochmal. It's not possible. Come back here, you fool! They have a giant burning one leading them. It will fry you alive! I'm not letting your men die, Sandor. Ach, vergiftet mich. Fuck. Ganz ehrlich, ich sehe irgendwie keinen Unterschied, aber vielleicht bin ich auch blind oder ist es vielleicht auch zu früh. Oh, da liegt eine Leiche, die man looten kann. Cool. Es war eine Falle, Ratten. Die Skaven greifen an. Dreckiges Gesocks. A giant burning one. That explains a lot. I must find this beast and stop it. Ach, ich liebe es, Sachen zu zerstören und Gold zu kriegen. Wenn das denn echt auch so funktionieren würde. Der lebt doch noch. Auch dich töte ich noch. Ein Schild. Yuppie, Schweinebacke. Und eine riesige Truhe. Da passt noch ein paar Sachen rein. Ich weiß nicht, ob ich da an die Wachen. An die Wachen kann man nicht vorbei. Level 4. Machen wir gleich. Ja, ich kann ja ausweichen. Nein! Ich habe mir gerade die Schilde da angeguckt, sagte mir, toller Schild. Sieht ja schon mal gut aus, aber nein. Oh, eine schöne Axt. Warte mal ganz kurz. Morgenstern finde ich ja eigentlich auch immer ganz nett.
Boah, sieht das scheiße aus. Alter, das ist ein Riesenteil. Naja, gut. Obwohl, der Stab ist ja auch recht lang, den ich habe. Haben die was zu kompensieren? Wenn die Leute immer so lange Waffen haben hier? Heutzutage ist es ein Porsche, früher war es ein langer Streitkolben oder so. Ah, eine Körperrüstung, das könnte man gebrauchen. Ich muss sagen, ich mag den Feuerball. Das ist ein schöner Feuerball. Na. Froschi, geh sterben. Nur ein toter Froschi ist ein guter Froschi. Oh. Ups. Die Leichen blockieren auch so ein bisschen meinen Weg. Das finde ich cool. Ein Katalysator. Dann meine Pupse, die ich mache, dann sauberer? Wenn ich diesen Katalysator trage? Achso, kann ich statt die Waffe nehmen? Nee, 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 mein Freund. Oh, wir haben einen Schulterpanzer. Gesamtwiderstärke. Ich glaube, die mögen im Spiel hier. Stehen auf Schulterpanzer. Mist, ich hätte mal lesen sollen, was es ist. Wahrscheinlich so eine kurze Verstärkung an der Kräfte. Ich dachte mir, vielleicht um den großen Kristall zu aktivieren, müssen wir erstmal drumherum alle zerstören. Ich sehe gerade, ihr seht ja, wie spät es ist. Verdammt. Ja, für mich ist es früh. Andere mögen sagen, was, 10 Uhr? Ist doch voll spät, Mann. Obwohl, das ist doch nicht früh, ist doch schon fast Mittag. Nein, das ist für mich früh. Am Wochenende. Ach, geht doch kacke, ihr Ratten. Aber Ratten und Wildschweine sind ja immer so im Fantasy-Bereich immer so die Anfangsgegner, ne? Böse Ratte, böse Ratte. Was passiert, wenn ich den auch... Warte mal, warte mal. Besiege eine Welle von Gegnern, um deren Buff zu erlangen. Ach, man muss dann auch so eine Sache machen. Okay. Hey, das fand ich... Oh. Ei, was macht er? Ei. Ich mach das, Mist. Stirb, du Vieh. Ah, okay, da müssen wir richtig was tun dafür. Für unser Waffgeld. Ich glaube, ich schaue mich mir viel zu viel um. Hm? Was bist du denn für einer? Ich muss sagen, diesen Stab, der gefällt mir, weil
wenn wir so einen Schlag, einen Standardschlag machen, geht da quasi, wenn du Glück hast, geht der Schaden noch weiter. Das finde ich super. Gerade hier bei den Kleinstviechern. Oh, Treffen. Winterliche Umklammerung. Ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht zu weit gelaufen. Stirb, du Ratte! So, und wo komme ich jetzt hier runter? Muss es doch hier irgendwo eine Höhle geben. Was ist dieser Bereich, der jetzt so ein bisschen abgegrenzt ist? Also hier sind sie durchgekommen, die grünen Froschis. Killer-Froschis, aber... Ich würde sagen, das ist ein Symbol für den... Ah. Das ist... Seelenstein. Ich finde das cool. Das finde ich nicht cool. Wir brauchen eindeutig mehr Willenskraft. Ein Stab. Hm. Finde den Eingang zum Zwirrhöhlennetzwerk. Vielleicht gibt es ja mehrere Eingänge. Töte den Beta-Brüter. Das ist ein komischer Name. So, erstmal gucken wir mal hier, was für tolle Ausrüstung haben. Stab des Okkult. Nein, meiner ist cooler. Was haben wir denn hier? Bauchweggürtel. Barbarischer Verteidiger. Nee. Diesen Bauchweggürtel trage ich nicht. 17 Gesundheit, 11 auf Kraft. Schild. Joa, ist bald dasselbe. Trage ich. Gib mal her. Was haben wir hier noch? Kraftschild 50 haben wir schon. Und Kraftschild 23 haben wir auch. So, ich will mein Kraftschild haben. 122. Was war das hier? Willenskraft. Wo kriege ich mehr Willenskraft her? Hier steht Schaden, Kraftschild ist okay. Das ist das hier. Zähigkeit, kann ich mit umgehen. Beweglichkeit, Zaubergeschwindigkeit. Ich hätte jetzt getippt, dass hier Weisheit eigentlich meine Willenskraft stärkt, aber... Oder steigt meine Willenskraft hier nur durch dieses Rad? Kann man sehen, wie viele Punkte man hat? 1000. Wenn ich jetzt was auf Weisheit packe... Oh, mehr Weisheit senkt meine Wildheit. Aber es steigt mein Gesamtschaden. Aber kritischer Schaden ist doch auch cool. Wenn ich das wieder stärke, ich raff das hier nicht. Wenn ich jetzt wieder Wildheit stärke, dann sinkt die Weisheit. Das ist immer irgendwie so eine Balance-Kacke. Also wenn ihr das hier gerafft habt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe es anscheinend nicht gerafft. Der Gesamtschaden verstärkt sich, aber hier diese Prozentzahl, vielleicht verwirrt ihr mich auch, vielleicht soll ich einfach nur auf das hier achten. Und auf das hier, das steigt ja auch hier. Dann haben wir jetzt nur noch zwei. Das war natürlich jetzt... Nee, machen wir hier ein weniger, da ein weniger. Ich hätte jetzt gerne hier nochmal zwei. Mein Kraftschild und da vielleicht.
Tableau des Grauens. Die ist Qual, die Qual der Wahl. Ihr weißt ja echt nicht, was du nehmen sollst. Aber ich will meinen Willenskraft. 150% der maximalen Willenskraft wird damit erhöht. Das nehmen wir doch schon mal. Okay. Nochmal ein Katalysator. Voller Streitkolben. Was soll ich mit einem Streitkolben? Oh, wir haben ein Warming-up passiert. Diese Meldung müsste ich auch mal wieder deaktivieren. Wo ich finde es immer ganz nett, wenn man irgendwas freigeschaltet hat, aber ich bin nicht derjenige, der unbedingt alles freischalten muss. War das schon der Beta-Hüter oder kommt da noch mehr? Ich glaube, ich bin bald voll, weil ich jeden Scheiß mitnehme. Erstmal mit, bis wir voll sind, und dann schmeißen wir alles raus, was halt nicht blau ist. Oder Namensgebung episch oder sowas. Eine Falle! Ah, den haben wir schneller hingekriegt. Oh, es ist schon passiert. Ach, Bogen, lass liegen. Auch keine Sau. So, wir haben noch einen tollen Schulterpanzer bekommen. Den nehmen wir doch mal gleich. Bandana. Finde ich eigentlich immer cool. Mach ich raus. 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 Braucht kein Mensch. Bogenschütze. Krasse Bogenschütze. Hier. Auch weg. Brauchen wir auch nicht. Schilde raus. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Oh. Okay. Ups. Da habe ich gepennt. Nein, Junge! Oh, neue Schuhe. Na, Willenskraft ist jetzt bei 1150. Das kriegen wir nur über dieses Tableau hin. Das geht ja auch mal schnell weg. Wer hätte es nicht gedacht? Warte! Wenn ich kämpfe, will ich sowas nicht sehen. Na, gib mir das da.
Etwas für Magier gewesen. Der Rest ist ja Müll. Ach, Helmpistole ist hier billig Müll. Eine Hose. Und das war ein Portal. Das finde ich gut. Dass man jetzt nicht nochmal durch dasselbe Level rennen muss. Und hier habe ich Gold vergessen. Das war aber nicht diese verfickte Höhle, die wir brauchen. Gibt es eine Karte? Ich denke schon, wir sind hier richtig, aber... Es war leider nicht unsere Höhle. Ach, scheiß Hose, scheiß Stulpe. Gucken wir erstmal hier rechts nochmal. Oh, hier hängt einer. Stulpe. Behalt deine Stulpen. Oh, da sind ein paar. Wir müssen weg. Truhen finden wir hier, aber... Wilderpanzer. Den Stab. Kein Platz. Keiner Willenskrafttrank. Ja, mal den raus. Pack den da hin. Gutes. Aber Sachen, die nichts blau sind, bleiben da, wo sie sind. Außer den Stab, den gucken wir uns nochmal an. Oh. Boah, Großschwert. Das ist riesig, glaube ich. Das haben wir ja schon mal gesehen. Kein Schwert für mich. Oh, hier hängt wieder einer. Axtpistole, kannst behalten. Oder bedeutet dieser blaue, dieser Kreis, dass der uns quasi darauf hinweist, wo ungefähr das ist, wo wir hin müssen? Das wäre ja echt toll. Hier ist noch ein schöner Helm. Der bringt 26 Gesundheit, 4 Widerstände. Ich will aber rein mit Kraftschild. Naja. Gucken wir mal da hin, wo wir hinten müssen. Oh, Streitaxt. Nein. Muss es liegen lassen. Ich kann es ja eh nicht benutzen. Nein. Ich will immer wie bei The Witcher, auch mit WASD, die Richtung steuern, wo ich denn hin ausweichen will. Das ist so mein Fehler. Ich muss es einfach mit dem Cursor machen. Das
muss man ja auch erstmal wissen. Sind wir hier richtig? Oh, Gold. Also ja, wir sind richtig, wir sind Feinde. Was war das? Auch das hätten wir wieder lesen sollen. Oh, not again. It's getting closer to the city. What the hell is going on? Okay, Geister mögen auch kein Eis. Auch hier scheinen wir wieder richtig zu sein. Ein Hinterhalt. Kam von hinten. Wahrlich ein Hinterhalt. So. Ist das jetzt das richtige Höhlennetzwerk? The entrance to their network. Sneaky bastards. Ah. Die beschallen mich. Ich weiß noch nicht, was diese Beschallung soll. Aber ich habe wieder aus eindeutig zu wenig. Kein Platz. Das nervt. Bringst du? Das ist scheiße, geh weg. Bringst du? Ah, der ist stärker als mein Stab, aber nein, geh weg. Weg, weg, weg. Was soll ich mit dem Zahnstocher? Haben wir schon. Weg. Schwuppdiwupp. Haben wir ein bisschen Platz. Hier diese Kinderaxt. Raus. So. Bin jetzt zu faul, um hin und her zu switchen. Würde natürlich Sinn machen, wahrscheinlich am Anfang auch, um einfach mehr an Gold zu kommen und so. Ups. Aber ich glaube, in den ersten Leveln kann man das ruhig wegschmeißen. Das gibt eh nicht viel. Interessanter wird es, glaube ich, auch erst später. Höhlennetzwerk 1. Begleiterschrein? Ah, cool. Ich hab Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man ist mein neuer Freund. Ich hab die Viecher. Okay. Oh, mächtig viel Gold in diesem Glibber. Ich habe seine Seele befreit. Goldglibber. So many eggs. These are not random raids. They're here to colonize.
Du brauchst einen Flammenwerfer. Stufe 6. Oh, Keller sind's. Was war das für ein Trank? Ach, Müll. Attacke! Ey, treff ihn doch mal. Scheiße. Weiblicher Omega. Weiß nicht, die Namen hätten irgendwie cooler sein können. Weiblicher Omega. Oh, eine Hose. In Blau. Oh, da liegt noch ein Hell. Ach, kannst du auch behalten. Ganz schön eklig hier unten. Aber passt schon. Hier, die spucken. Die Musik wird schon ein bisschen epischer. Oder krieg ich sie jetzt erst mit? Fledermäuse. Ah, hau doch zu, Junge. Oh. Kaffeestand ist niedrig, ne? Oh nein! Nein! Ach. Eine halbe Tasse kalten Kaffee. Verdammt, ey. Dafür müsst ihr jetzt alle sterben. Wegen euch habe ich meinen Kaffee vernachlässigt. Stirbt ihr Ungeziefer. Stirbt einen grausamen Tod. Ich habe Kaffee verschwendet. Ihr Arschkriecher. Ah, mein Kaffee. So, wo sind die Nächsten? Ihr müsst alle sterben. Oh, 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 was ist denn da passiert, Junge? Back on my feet. Was? Die haben mich gefickt. Ich habe es nicht gelesen, aber irgendwie stand da, du hast so dreimal darfst du quasi verrecken, ne? Okay, vorsichtig sein. Wir sind mal so mutig und schicken die Spinne vor. Ja, ich glaube, bei denen. Das sind ja diese einfachen Gegner. Ich glaube, das sollte kein Problem sein.
Sage ich. Und wo ist meine Spinne? Spinny! Sie haben auch Spinny getötet. Schweine. Ah, es wenn keine Map-Karte hat. Ah, ich glaube, das ist nur... Ah, vielleicht ist da ein Schatz oder so. Mal ganz kurz noch da lang gehen. Okay, ganz kurze Scheiße. Aber wir haben neue Schuhe. Von Deichmann. Schleichwerbung. Nee, es geht irgendwo anders lang. Ich dachte, vielleicht geht es dann irgendwie zu einer Truhe oder so. Aber der Weg ist mir zu weit. Hier oben geht es wieder hoch. Doof echt, dass wir keine Spinne mehr haben. Ah, es ist noch nicht vorbei. Oder geht's da tiefer? Zur nächsten Ebene. Ich will meine Spinne wieder haben. Ah, ich brauche Ausdauer. Oh, warte mal. Ich hab... Ach ja, das haben wir am Anfang gelesen. Wir können ja auch die Fähigkeiten leveln. Erhöht die Geschwindigkeit. Erhöht den durchschnittlichen Schaden. Hier. Durchschnittlicher Schaden. Abklingzeit. Ich nehme auch Schaden. Ich würde mal vorschlagen, was zeigt er hier an? Gar nichts. Töte Feinde in dieser Gegend. Ma. Fuck. Ich bin ja fast voll. Ach, ich bin ja blöd. Jetzt fällt mir ein, was mit diesen scheiß Hyperwürfeln auf sich hat. Die können wir hier unten reinsetzen, oder? Auch nicht. Bärende Asche? Achso, vielleicht kann ich den auch nur da. Ah, ich muss es lernen. Aber den kennen wir doch hier, oder? Aha. Mensch, Heinrich, auf die Idee hättest du schon mal vorher kommen können. So, 16 Kraftschild. Komm. Nö. Nö. Verkaufe ich aber später. Hose. Nehmen wir mal an. Bin dann auch gleich weg. Die können wir nicht benutzen. Lassen wir auch mal weg. So, was? Oh, ich hab. Ja.
dauerhafte Begleiter wären cool, die einem helfen. Das mochte ich bei Diablo schon immer. Ich mochte immer diese Beschwörungssachen. Bei Diablo 2 war mein der Necromancer, der Totenbeschwörer, das war ja echt mein Lieblingsmann. Ich hab damals eigentlich, ich mag ja auch den Barbaren. Hab mit denen das erstmal durchgespielt, bis auf Stufe, keine Ahnung, 50, 60. Und dann kam halt das Add-on raus. Oder nee, ich habe auf jeden Fall mit ihnen durchgespielt. Ich glaube, zu zwei Stufen habe ich, zwei Schwierigkeitsstufen habe ich mit dem Barbar gespielt. Und dann kam irgendwann die Erweiterung raus. Und mit der Erweiterung kam mir der Totenbeschwörer raus. Ey, dann habe ich den echt, das nochmal komplett durchgesuchtet. Das war echt geil. Das war echt eine gute Erweiterung damals. Als ich noch jung war. Und ihr wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Woran merkt man, dass man alt ist? Man spielt um diese Uhrzeit am PC. Weil man abends keine Zeit mehr hat. Oh, da kommen sie. Ach verdammt, wir haben neue Fähigkeiten und ich teste sie noch gar nicht. Hyper, Hyper Würfel. Müssen ja eh alle töten hier, ne? Das tut weh. Hey. Also erstmal habe ich nicht alle getötet, ich habe jetzt alle getötet. Danke. So, Widerstände, Gesundheit. Gesundheit und Kraftschild. Pelzstiefel. Qualität Stufe 3. Achso, die sind einfach nur magisch. Und selten Kraftschild 5. Achso, das sind Schuhe für Schurke-Klasse, Schläger und Schwer. Aber hier ist die Qualität noch ein besser. Aber wir sehen auch mal den Wert jetzt da unten rechts. Ist mir jetzt auch das erste Mal aufgefallen. Tüdü, tüdü. Naja, komm. Nehmen wir das für einen Zauberer. Und ziehen wir doch den tollen Stiefel gleich mal an. Das sind ja Hyperwürfel. Mörderische Hast. Nur mit Dolche, Bogen und Pistole nutzbar. Dann nehmen wir den Scheiß auch gar nicht. Gold. Oh, nein, halt, stopp. Ich nehme mal kurz weg. Was für ein Scheiß. Achso, ich gebe die Richtung vor und dann. Cool. Ich glaube auch, das war nur mit Bogen nutzbar, ne? Scheiße, kann ich es wieder entfernen? Jetzt, wo ich die Pfeile so sehe. Wie kann ich das wieder entfernen? Frage, nächste Frage. Was ist ja für Zauberer? Zauberer, aber das hier? Was war das für ein Zauber hier? Willenskraftkosten. Kanalisiert einen ätherischen Strahl, welcher Schaden an den Gegner verursacht. Die Regelgeschwindigkeit während des Wirkens wird proportional zur Zaubergeschwindigkeit erhöht. Nur mit Stab oder Katalysator. Kosten pro Sekunde, Willenskraftkosten. Ach, richtig Schaden hat das übrigens nicht gemacht. Das war ja so ein Pussy-Nebel. Ah, Mist. Finde den Eingang zur zweiten Ebene.
Scheiße. So, ich glaube, ich mache mal einen Break, weil die Folge geht schon lang genug. Wenn es euch gefallen hat, macht mal ein Like oder einen Kommentar. Ich weiß aber nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt davon noch mehr Videos mache oder einfach Angezockt 2. Ich weiß nicht, ich habe einfach Bock weiterzuspielen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.